Die Talentestützpunkte des DFB bilden die erste Stufe der Talentförderung im Fußball. In einem dichten Netz von Stützpunkten an bundesweit 366 Standorten werden Talente im besten Lernalter gesichtet und gefördert. In Sachsen haben sich derzeit 20 Talentstützpunkte mit 4 Außenstellen etabliert, an denen rund 5000 sächsische Talente der Altersklassen U10 bis U15 ein- bis zweimal wöchentlich trainieren. Auch Borna gehört dazu. Am 9. April 2016 stellten sich talentierte Nachwuchskicker dem Vergleich. Heute spielen wir unsere dritte Stützpunktrunde und da trifft sich die Region Nordsachsen mit der Region Mittelsachsen. Und hier geht es nicht um Gewinnen und Verlieren, hier geht es um individuelle Klasse. Also wie gut kann ein Spieler dribbeln, wie gut kann ein Spieler passen, hat er einen guten Abschluss, ist er gut im Zweikampf, also Offensive, Defensive, ist er gut mit Ball, gut gegen Ball. Ja, und deswegen stehen ganz viele Trainer draußen und beobachten das. Die Förderung orientiert sich dabei am Leitgedanken einer individuellen, systematischen und sportinhaltlich einheitlichen Ausbildung durch qualifizierte und engagierte Stützpunkttrainer. Also generell können alle Kinder am Stützpunkttraining teilnehmen, also Jungs wie Mädchen. Allerdings sichten wir erst im jungen E-Jugendbereich. Also momentan sind das die 2006 Geborenen. Ja, wir betreuen die Kinder dann und die Aufgabe der Stützpunkttrainer Jens Wagner und Sebastian Scherer ist es, am Wochenende viele Spiele zu sehen, um, sage ich mal, die Talente zu sichten. Im Rahmen des DFB-Stützpunkttrainings gilt es, talentierte Spieler und Spielerinnen der Region individuell zu fördern und zu fordern. Die einzelnen Trainingsinhalte sind im Jahresausbildungsplan der sächsischen Talentstützpunkte zusammengefasst. Die WM hat ja auch gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und ganz viele Spieler, die bei der WM mitgespielt haben, sind durch Stützpunktsystem gegangen. Und vielleicht spielt in ein paar Jahren auch einer dieser jungen Talente in der Nationalmannschaft.